Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Lies of P. Nicht wundern, irgendwie hat sich der Schatten im Hintergrund verzogen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Es ist einfach so. Wir sind in der letzten Folge. Da waren wir noch live im Stream, jetzt gerade wieder nicht mehr, also nicht wundern. Sind wir hier entlang. Wir versuchen jetzt mal hier durchzukommen. Lauf! Können die mir jetzt hier drüber folgen? Ja, bestimmt, ne? Ne, tun sie nicht. Okay, das ist schon mal gut. Na, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen klarkommen im Kopf. Ah ja, genau, hier ging es weiter. Und eigentlich wollte ich mal gucken, was da unten so an Loot liegt. Ich habe jetzt 2000 Punkte dabei, das ist natürlich viel. Aber ich könnte ja immer noch ein Dings nehmen, ein Flask. Lass uns mal runtergehen, gucken. Ja, die werden jetzt hier auch wieder gedroppt, ne? Arsch mit Ohren. Oh, da ist ja auch noch ein Gang. Den habe ich gar nicht gesehen, oder? Ne, den habe ich echt nicht gesehen. Hast du diesen Exzentriker gesehen? Auch diesen Monat gibt es wieder brandaktuelle Nachrichten. Der Exzentriker, was ein Scheißwort. Diesen Monat ist Mr. J ein Herr, der für Aufsehen sorgte, weil er eine Puppe heiratete. Liegt es daran, dass die Puppe in Sonderanfertigung so schön ist, oder dass die Eigenart von Mr. J, von denen er selbst nichts wusste, plötzlich zum Vorschein kam? Mr. J verliebte sich auf den ersten Blick in die Dienstmädchenpuppe und sie heirateten trotz Protests seiner Familie. Doch die heimliche Heirat der Liebenden stand vor dem Aus. Die wütende Familie stürmte herein, der Ehemann war verwirrt, die Puppenbraut war stark beschädigt. Sie hatte offensichtlich eine Seele. Wir haben uns geliebt. Gentleman Jay, der zum Problem seiner Familie wurde und immer noch die gleichen Behauptungen aufstellt. Er will sogar seine Braut heiraten und die Hochzeit wiederholen. Diese Tragödie ist nur dank Kratz fortschrittlicher Puppentechnologie möglich. Lasst uns jetzt alle auf unsere Familien hören. Haha. Die Fortsetzung von Hast du diesen Exzentriker gesehen? Folgt nächsten Monat. Die fluppen hier überall. Was ist denn hier los? Schwein. Habe ich was verpasst? Irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht, habe ich das Gefühl. So. Ja, okay. Ich möchte gerne darunter. Könnte ich ja einfach von da aus machen. Das ist doch viel einfacher. Mache ich denn da jetzt so einen Umweg? Wie gesagt, da ist noch ein Item und da ist noch was. Ich muss ja nur dieser Puppe ausweichen. Ich will nur die Sachen haben. Die tut mir am Ende nichts. So schnell wie die ist, was soll mir groß passieren? So, was ich mache, bleib mal eben hier stehen und lass das mal ein bisschen runterheilen. Hier kann man sie eigentlich gut bekämpfen, ne? Hier ist ein guter Stand. So. Wir gehen einmal zum Anfang zurück.
Klinge einer Booster-Glebe. Müssen wir uns gleich anschauen, was die kann. Ich bin ja kein Hellseher, ne? So, einmal an ihm vorbei hier. Schönen guten Tag. Da haben wir doch die Items jetzt gelootet. So. Klinge einer Booster-Glewe. So, wo ist das Ding? Das da, ne? Ah, auf jeden Fall nicht besser. Doch, obwohl. 130 plus 83. Also ein weniger. Dafür aber Pulszellenladung erhöht und Fabelladung erhöht. Und meiner ist ja schon aufgewertet, ne? Das müssen wir auch mal bedenken. Also die ist besser. Ich würde sie mal ausprobieren. Und was ist die Klinge? Warte mal. Die macht ja... Die ist auf jeden Fall um Längen besser, weil die anderen machen alle Scheiße. Ach! Dass man immer erst drücken muss, das ist so doof gemacht. Okay, um einiges kürzer. Wir probieren es hier wieder an der Puppe aus. Kürzer, ne? Bin mir nicht sicher. Komm mal her, ich will mein neues Ding ausprobieren. Oha! Ja, also... Jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich die verbessere? Wenn ich da jetzt einen Mondstern reinkloppe, weißt du, wie ich meine? Wird die dann stärker? Prinzipiell ja, ne? Was ist denn Sturmhieb? Sturmhieb, rase schnell nach vorne und führe mehrere Hiebe aus. Achso, das ist bestimmt das hier, ne? Warte mal, das ist die... Ah, das ist die Fähigkeit. Warte mal. Das können wir jetzt ausprobieren. Mein Handy hat vibriert. Aber es kommt nichts. Vollkommen lost, dieses Gerät. Der Gerät ist lost. So, dann probieren wir mal eben aus. Der verbraucht dann auch alle drei auf einmal. Das hat mir gefallen. Um ehrlich zu sein. Hm. Jetzt haben wir so viel Mondsteine in die andere Waffe gekloppt, ne? Hm.
Was denke ich mit Geppetto? Ist der aus? Tatsächlich. Geppetto, also ehrlich. Ne, Jiminy. Shimini, Shimshimiri, Shimshimini. Stalker has just left me. That's rather disloyal. Quite insulting. Hä, wer redet denn da? Pulcinella. I hope he's alright. Da oben. Warum komme ich nicht einfach so hoch? Shim shimini, shim shimini, shim shim shri. Ich hau dir mit meiner Waffe vor dein Knie. Ein Hieb in dein Gesicht und du bist tot. Versteckter Mondstein, davon haben wir gerade noch gesprochen. Achtung, Vorsicht beim Umgang mit ätzenden Chemikalien. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht schmelzen. Schönen guten Tag, der Herr. Schön, dass Sie... A little help. Anyone? Wealthy and dashing philanthropy is in need of assistance. Oha, ich verbrenne. War das, wo ich jetzt zuhauen könnte? Ach, dann ist denn da der Kackscheiß auf dem Boden? Aua. Man braucht mehr Ausdauer. Viel, aua. Viel mehr Ausdauer. Dann hat man auf jeden Fall weniger Stress. Ich verbrenne wie Sau. Irgendwie lädt sich mein Dings nicht auf. Mein Q, Y. So, das wird erst angezeigt. Das lädt sich auf, oben links. Ich hab's nur nicht gesehen. Alter Schwede, ey! Jetzt, Junge. Was ein Arsch. Okay, das war nicht einfach, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Der war nervig. Schmeißt mich hier gleich einer ab, ja? Ich wusste es. Ich hab es gewusst. Alter, wo denn? Einfach 10.000 Dinger hinter mir geflogen. So, wir gehen jetzt erstmal gucken. Ja, das ist Venini hier, ja? Oh, easy now. No need to kill me. Surely we can discuss this like reasonable people. Hold on. Geppetto's a friend of yours. Did he send you? I'm fine. Please, help me find my butler Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but... Well,
They bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my... for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. Mhm. So, wir heilen uns einmal und gucken mal, wer jetzt wieder alles da ist. Ich hoffe nicht der brennende Fuzzi. Ne, der ist weg. Das ist doch schon mal eine gute Info. Jetzt noch nicht verbrennen. Deswegen wollte ich da schnell rüber springen, hat aber auch nicht geklappt. Aber immerhin merkt man oder fühle ich auf jeden Fall, dass ich beim Skillen irgendwas richtig mache. Denn damage-technisch merke ich auf jeden Fall einen großen Unterschied. Bei sowas zum Beispiel, ne? Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Technikkurbel, okay. Das ist jetzt nichts für mich. Die brauche ich nicht, weil ich skill nicht Technik. Ich skill tatsächlich nur Damage. 1980% Damage. Descartes Notiz. 189xxxxx. Die Puppe kann sich dem großen Bund, der bei der Herstellung eingeprägt wurde, nicht widersetzen. Sie muss den Befehlen ihres Schöpfers gehorchen und darf Menschen nicht schaden. Aber schau sich einer die Puppen an. Die einmal Fuoco hieß, ist der große Bund fehlerhaft? Die einst treue Puppe tötet jetzt jeden Menschen. Sie erschafft Puppen anstelle von Feuer. Sie gehorcht etwas anderem als den Menschen. Es ist, als kontrolliere sie jemand oder als hätte sie einen eigenen Willen. Als gäbe es irgendwo einen Puppenkönig. Tut sie nur so, als wäre sie ein Mensch? Handelt es sich dabei um einen einfachen Fehler? Das erfordert weitere Nachforschung. Erstaunlich, Fuocos Handeln beruht nicht auf einfachem Gehorsam, sondern auf Glauben. Fuoco betet etwas als Gott an. Ich habe gehört, dass der Puppenkönig in der Rosa-Isabella-Straße ist. Das muss der sein, der die Puppen von Krat kontrolliert. Aber eine Puppe mit dem Ego eines Menschen, das ist völlig anders dimensioniert. Das ist ein völlig anders dimensioniertes Problem. Es gibt immer noch ein Puppengeheimnis, das ich nicht kenne. Der Schlüssel ist wahrscheinlich Ergo, aber diese Typen erwachen von Tag zu Tag schneller als Menschen. Jemand muss sie zum Wohle der Menschheit aufhalten, bevor es zu spät ist. Ja. Bin dabei. Gebe mein Bestes. Tja. Ich würde sagen, das lief nicht so gut. Könnt ihr mal herkommen? Hau ich euch mal direkt auf die Glocke, Alter. Och nö. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Können wir den direkt wegkloppen hier. Einmal nicht aufgepasst. Ich wollte da eigentlich drüber hüpfen, aber irgendwie bin ich dann doch runtergefallen. Hä? Ich war doch oben und bin dann wieder runtergefallen. Das ist nicht nett. Was ist das da? Ich habe so Symbole da, ne? Was ist das?
Ja, das wird man ja nicht erfahren, ne? Muss ich das erraten? Was sind das da oben für Symbole? Ich könnte doch nicht da Symbole hinmachen und einem nicht sagen, was das ist. So Panne schon wieder, ne? Ja, mein Name ist Mekko, ich stehe dazu. Mein Ding ist zu kurz. Mein Schwert. So. Jetzt gehen wir hier unten gucken. Oh, da kommt schon wieder ein Boss. Echt jetzt? Dann gucken wir uns den doch jetzt erstmal an, oder? Bevor wir jetzt einen Geist rufen. Wir werden sterben, ist nicht schlimm. Aber da gucken wir auf jeden Fall erstmal mit dem Geist nach. Ey, kenn ich ja aus Super Mario. Die schießen immer Raketen. Oh. Okay, wir wollen erstmal gucken, was der König der Flammen so drauf hat. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Nee. Kannst du mal das Ding da, das Rohr aus meinem Gesicht nehmen? Ich hab ein bisschen Angst bei. Okay. Also wir haben so eine komische Drehschleuderwelle. Schlag, der von unten nach oben geht und dann wieder von oben nach unten. Einfach ein Hammerfist. Da ist der Schlag von unten nach oben wieder runter. Ja. Ah, ein Tritt, okay. Ah, ich wollte gerade reinchargen, weil ich an dem Arm vorbeichargen wollte, aber... Okay. Triple Spinning Backfist. Eine. Okay. Wie viel können wir blocken? Alter Schwede, ey. Ja, moin. Entschuldigen Sie mal. Okay. Ja, also
War jetzt nicht schwer. Ich glaube, mit schnellen Schlägen könnte man. Ich glaube, allgemein ist man in dem Spiel besser aufgestellt, wenn man schnell ist. Weil schnell ran, schlagen, wieder weg. Schnell ran, schlagen, wieder weg. Aber ist jetzt leider hier nicht der Fall. Prinzipiell kann ich ja damit so ein bisschen was schneller schlagen. Ich auch. Hä? Ja, dann hast du aber jetzt durch den Boden gefudelt. Das hast du definitiv. Dann holen wir uns den Geist jetzt dazu und dann ist das so. Ach, wir haben 29 Sternfragmente, Alter. Ja, moin. Ach so, apropos Tod. Hier, ich habe einen Tod mehr. Ich habe einen Death Counter eingebaut. Geil, oder? Aha. Gib ihm von hinten, Junge, ordentlich. Okay. Fokus auf dem anderen. Wir können draufkloppen. So ein Kloppfenster, hast du gesehen? Der Fokus jetzt auf mich oder auf. Macht irgendwas? Oh, oh, oh. Okay. Überhitzung auf dem Boden. Oh nein. Wir waren so gut zusammen. Wir waren doch so gut. Der gesessen? Der Blitz? Ich bin mir nicht sicher. Er hat geschossen. Mann, ich bin noch weggerannt. Also viel Ausdauer haben macht auf jeden Fall viel Sinn. Was ist denn jetzt los hier? Hallo? Oha! Macht so Schlacke und dann explodiert die auch noch. Richtig lustig, hä? Ja, bei der Range wollen wir keine Sorgen machen. Puh.
Bleib auf Abstand. Den versuche ich jetzt so zu machen. Okay, wir haben wieder volles Leben. Er schießt schon wieder rum. Guck mal, den kriegen wir jetzt. Den kriegen wir jetzt. Ich glaube, einen Hit, dann habe ich auch oben den blauen Balken voll. Vielleicht kriege ich dann noch mal ein bisschen Damage raus. Ja. Yes! Guckt dir an, Junge. Kuss. Leistungsstarker Flammenverstärker. Ergo des Flammenkönigs Flammenschleifstein. Yeah. Was ist ein Flammenschleifstein? Das klingt schon wieder sehr interessant. Ist das das hier gewesen? Nee. Das kann man wieder tauschen. Da. Schleifstein. Ein spezieller Schleifstein, der an einem Schleifer montiert werden kann. Er kann ausgelöst werden, wenn der Schleifer beim Blocken benutzt wird. Da er zerbrechlich ist, kann er nicht oft benutzt werden. Verstehe ich nicht. Aha, physische Schadensreduzierung erhöht. Feuerschadensreduzierung, ja, den hätten wir mal anziehen sollen, ne? 3%, 3 weniger Feuerschaden. Läuft bei mir. Plus 50 Feuerwiderstand, egal. Ja, sorry. Jetzt zu spät. Also ich kann es hier nicht anziehen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Hier ist ein Stargazer auf jeden Fall direkt. Oh, das wird der Butler sein, ne? A broken butler puppet. I seem to remember someone on the second floor. Think it belongs to him? We gotta ask what happened sometime. Now's good. Okay, dann gehen wir gleich zurück. Geht's irgendwie weiter? Da wollen wir jetzt nicht hin. Wir gehen erstmal dem Eulen Bescheid sagen wegen seiner Butlerpuppe. Wobei, wir gehen mal eben ins Hotel und geben die 13.000 Punkte aus. Und dann teleportieren wir uns auch oben zu dem Punkt. Da war ja direkt ein Teleporter bei dem. Oh. Knack, knack. Am Lügen 90%. Was? So, wo ist die Dame? Wobei, nee, wo ist nicht die Dame? Wer bist du denn? Buongiorno, and welcome to the house of Vanini. I am Master Vanini's Majordomo, Pulcinella, at your service, sir. The house of Vanini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Entschlossenheitskurve. Für 800.
Ich glaube, die nehme ich mit für 800. There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni, gentleman, bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this, my newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Du kannst bei Venigni oder einem Stargazer einen speziellen Schleifstein auf einem Schleifer ausrüsten. Es gibt verschiedene Arten von speziellen Schleifsteinen, die deine Waffen unterschiedliche Effekte verleihen. Du kannst den Effekt eines speziellen Schleifsteins nur einmal im Kampf verwenden. Er lädt sich allerdings wieder auf, wenn du einen Stargazer besuchst oder dich dort wiederbelebst. Ah ja. Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again, and in the flesh, so wir haben gerade miteinander geredet, du Otto. I just designed it, set it aside and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are legion. No? Too much? It was too much. I always welcome friend. Ich möchte meinen Schleifstein wechseln. Ich habe jetzt einen Feuerschleifstein. Okay. Der hat den Blitzschleifstein. Das ist eigentlich geiler, ne? Ich möchte den haben. Oh, ich kann jetzt eine Legionswaffe herstellen. Flammenbeere, die macht Feuer. Okay. Da oben kann ich durchswitchen. Pandemonium. Das ist die ich habe, ne? Nee. Wo ist denn die... Achso, das sind alles andere, oder was? Ein Schild? Und eine Waffe, Alter. Einfach so. Modifizieren, guck mal. Die habe ich. Ermöglicht das Bewegen beim Aufladen von Elektroblitz. Lockstrom. Oha. Leckstrom meine ich. Ah, der ist schon geil. Den behalte ich auch. Aber uns fehlt dafür eine Komponente. Was haben wir hier? I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Kratz. Behold, Venigni works, where we will honor the city of Kratz's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground, I certainly didn't do it all personally.
This was simply empty space. A blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated, automatic, autonomous automata. But today, just look before you. Venini Works is ready to start building the future. Kratz's golden era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join us. For this moment in history will happen only once. Join Venini, your friend for life. Gott. I know my way around. So, guck mal, ich kann die jetzt wieder upgraden und dann wird die noch besser. Die hier hat jetzt 143. Wird dann 13 besser. Wenn ich die verbessere, wird die noch um 11 besser. Aber hier ist einfach der Kampf total geil mit. Deswegen ist wahrscheinlich dumm, aber scheißegal. Ah, man kann nur einmal ändern. Verstehe. Na, dann bin ich zufrieden. So wie sie jetzt ist, bin ich zufrieden. So, dann gucken wir mal in unser Inventar, wie viele Punkte wir jetzt noch haben. Oh, einige. Sehr gut. So. Oh, mehr kriegen wir nicht hin. Maximal Ladung. Macht das Sinn, das zu erhöhen? Wir können mehr Gewicht tragen. Aber wir haben auch mehr physische Resistenzen. Also es macht schon Sinn, das auch mal mitzunehmen, ne? Stehst du nachher da und kannst nichts mehr tragen. Jedenfalls 2 Damage-Punkte. Nehme ich alles mit. So. Einmal hoch zu Meister Cipetto. Mal gucken, was der sagt. Der dürfte jetzt glücklich sein. Hallöchen! Hey, miau! Oh, kleine Bitch. Den Kopf muss verpassen. Papa, ich bin wieder da. Aber mal gucken, ob ich Quarz gefunden habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das hab. Nee. Form ändern. Okay. Remember, I didn't design every puppet in Krat. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I've no idea how many. I remember a few ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Or is someone else controlling the puppet? Hm. Aber ich habe jetzt immer noch dieses Zeug.
komm, wir gehen weiter. Ich will kloppen. Ja, läuft gut. Freunde, für euch ein jähes Ende. Es tut mir leid. Vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir spielen in der nächsten Folge weiter. Ihr dürft gerne ein bisschen supporten. Ich freue mich da sehr drüber. Wir sind auf dem Weg zu den 900. Die 1000 knacken wir auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!